Ich bin Monika Viborni, Psychodrama- und Körpertherapeutin und Schreibabytherapeutin. Die Schreibabyambulanz ist eine Einrichtung für Eltern in Krisensituationen und die Zielgruppe sind Eltern mit Babys, die schreien, sich nicht beruhigen lassen und die Altersgruppe ist 0 bis 3. Und Eltern können innerhalb von 48 Stunden einen Termin bei uns bekommen und wir versuchen im Gespräch herauszufinden, was könnte die Ursache für das Weinen oder auch die Durchschlafprobleme sein. Aber wir kümmern uns auch um Mütter mit postpartaler Depression und unser Anliegen ist es, Eltern schnell Halt und Sicherheit wiederzugeben. Mein persönlicher Antrieb, das zu machen, ist, dass ich finde, dass Mütter oder Eltern oft sehr allein gelassen werden und wenig Unterstützung bekommen. Und das ist mir einfach total wichtig, wieder Sicherheit in die Familien zu bringen. Und nicht damit alleine sein zu müssen oder das Gefühl zu haben, ich bin eine schlechte Mutter. Aber das Schönste ist eigentlich das Lachen der Babys und Eltern im Gesicht. Das finde ich ist immer das Zeichen, das ist gut. Ich bin Mareike Kachel, ich bin Schreibabytherapeutin, Heilpraktikerin und Physiotherapeutin. Kaiserschnitt oder auch Schmetterlingsmassage hilft den Kindern dabei, wieder zurück in die Entspannung zu finden. Wir zeigen den Eltern, wie sie durch eine tiefe Bauchatmung oder auch das Tönen sich selber und auch die Kinder wieder in die Entspannung bringen. Leider hat er nicht mehr aufgehört zu schreien und das über einige Monate hinweg, täglich teilweise bis zu 4 bis 6 Stunden, bis morgens um 3:30 haben mein Mann und ich ihn durch die Wohnung geschleppt und er hat nur auf mir drauf geschlafen. Wir waren nervlich total am Ende und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Dann haben wir uns auf die Internetseite begeben und nach Hilfe gesucht. Wir sind da angekommen, konnten es uns gemütlich machen in den Sitzkissen. Einfach erstmal durchatmen. Man konnte sein Baby mal eine Stunde abgeben in andere Hände. Und wir haben einfach nur geredet. Und das tat unheimlich gut, jemandem mal all das zu erzählen, was einem so auf der Seele liegt. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wer Probleme hat mit seinem Kind. Und ich würde auch nicht so lange warten, wie ich es damals getan habe. Das ist, glaube ich, auch noch ein Problem, sich schnell zu melden. Und ich denke auch, je früher man das beginnt, die Therapie in Anführungsstrichen, desto schneller wird einem sicherlich auch geholfen.